hallo nochmal. Andreas hier. Ich hatte euch ja noch ein paar Videos versprochen über das Thema Vespa, über das Thema Vespa-Tunen, über das Thema, warum manche Bauteile aus welchem Werkstoff gefertigt sind, zum Beispiel Graubeszylinder oder Alurenzylinder und so Sachen. Wo ich jetzt aber auch mit dem Thema Vergaser mich so lange beschäftigt habe und auch viele Fragen immer aufkommen, warum wird denn immer dieses erzählt und du machst genau das Gegenteil und sowas. Was, glaube ich, sehr oft über einen Kamm geschert wird, aber zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind, ist das Thema Rennsport und das Thema Alltagstauglichkeit. Da komme ich jetzt auch gerade drauf. Ich bin eben noch in der Oldtimer-Werkstatt gewesen und habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Und wo dann die ganzen Fotos an der Wand hängen von so Fahrzeugen wie Porsche 917, die Ferrari GTOs, Ferrari California Spider, lauter so ein Zeug, die ganzen Sachen, die man alle so irgendwie mit Rennsport verknüpft, die ganzen großen Namen, die auf den Rundkursen unterwegs gewesen sind. Ich nehme auch extra die Fahrzeuge aus der Zeit, aus der auch die Vespa eigentlich stammt, also zumindest die Vespa Large Frame, mit der ich mich ja primär befasse und weswegen ihr mir so viel zuhört. Und da versuche ich jetzt einfach mal anhand dieser Fahrzeuge so die Fragen zu beantworten, die sich immer so stellen. Die erste Frage ist, wofür ist ein Rennauto gebaut? Natürlich, um so schnell wie möglich zu sein, um aus dem, was eingebaut ist, das Maximale rauszuholen. Und ein Rennwagen wird nur benutzt mit Vollgas, vom Gas gehen und bremsen und wieder Vollgas. Dieses digitale Fahren, was ich in anderen Videos schon mal angesprochen hatte, und dieses Prinzip Rennsport wird mit Rennsportteilen, Malossi MHR, Malossi Hyper Racing, Rennkurbelwelle, Renn hier, Renn da, Renn bla, Renn blub, diese ganzen Umbauten auf Membranen und größere Vergaser und so weiter. Das ist halt alles Rennsport, der irgendwie versucht wird, auf die Straße zu bringen. Rennsport heißt immer maximale Leistung, keine Frage. Rennsport heißt auch immer bei maximaler Leistung minimale Haltbarkeit. So Sachen, Motoren, BMW hat einen E30 M gebaut, ich glaube, die waren teilweise bei 800, 900 PS aus einem kleinen Vierzylinder, 2 Liter oder was die da hatten. Ja, ey, dann fährst du damit ein paar Runden um Rennstrecke, 500 Kilometer, und dann ist der Motor halt platt. Das wissen viele Leute nicht, oder diese nachfolgenden Fragen oder Probleme, die sich da ergeben, wenn man immer das Maximale aus seinem Motor rauskitzelt. Da wird nicht drüber nachgedacht, es wird High-End-Rennsport verbaut und dann wundert man sich, dass es A nicht richtig funktioniert, wenn man normal damit fahren möchte, und B, dass es nicht so lange hält, und dann wird immer geflucht, ja, der Zylinder ist scheiße, der hat geklemmt und die Kurbelwelle ist kacke, weil das Bläuel ist abgerissen und hier ist scheiße und die Teile sind kacke und alles Bullshit und wird viel geflucht, aber keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass diese Teile nicht dafür ausgelegt sind, 5, 10, 15.000 Kilometer zu halten, wie so eine Standard 200er BX, die du 40.000 Kilometer fahren kannst, bevor du in die erste große Motorrevision musst. Da muss einfach mal drüber nachgedacht werden. Und auch das Thema, warum arbeitest du mit kleinen Vergasern? Ich habe einen großen Vergaser drauf, einen 28er, einen 32er, einen weiß nicht was, schlag mich tot, 38er Airstriker und so ein Krams. Das Ding geht richtig schnell nach vorne. Ja, das stimmt. Je größer der Vergaser, umso mehr Leistung bei noch mehr Drehzahl ist damit zu erzeugen, keine Frage. Aber das ist auch der einzige Sinn und Zweck, was ein Rennwagen hat. Vollgas los, vor der Kurve, voll in die Eisen, runter vom Gas, ein paar Mal Zwischengas vielleicht zum Schalten und synchronisiertes Schaltgetriebe und sowas. Dazu werde ich auch übrigens mal ein Video machen, wie man so eine Schaltung von der Vespa zu handhaben hat. Und ja, dann könnt ihr, wenn ihr die Sachen in euren Roller einbaut, auch euren Roller nur noch ganz genau so fahren. Mit Vollgas, Motorbremse, Vollgas, Motorbremse und alles, was dazwischen ist. Da hatte ich beim Thema Leistungsdiagramm drüber gesprochen. Das Leistungsdiagramm zeigt euch einen rein den Beschleunigungsvorgang. Den kann man sich sehr schön hinbauen, mit Vergaser abstimmen und hier ein bisschen magerer und da ein bisschen fetter, dass du einen wunderbaren Beschleunigungsvorgang hinkriegst und maximale Leistung aus deinem System rausholst. Aber der Alltagsnutzen, der leidet halt darunter. Ihr könnt euch mal Videos angucken. Alpha Tipo 33 Stradale.
wie der Startvorgang da abläuft. Teilweise werden die Motoren bei diesen Rennfahrzeugen erstmal vorgewärmt, damit die überhaupt eine Möglichkeit haben, im kalten Zustand anzuspringen. Oder es werden Zündkerzen mit unterschiedlichen Wärmewerten benutzt, dass irgendwie erstmal der eine Satz Zündkerzen da ist, um den Motor überhaupt anzuschmeißen, dass der Motor Betriebstemperatur kriegt. Wenn der Motor Temperatur hat, schnell zack, 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 zack. Sehr geil, 2 Liter, 8 Zylinder, 300 PS, 10.000 Umdrehungen, das Ganze in den 60er Jahren. Unfassbar geile Technik, aber die ist halt sehr diffizil, sehr anfällig. Und wenn der Motor Betriebstemperatur hat, bom, 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 8 Kerzen raus, 8 andere Kerzen rein, damit der Motor dann unter optimaler Temperatur optimal performt. Und das sind alles Sachen, wenn ihr eure Motoren auch dahin treibt, dann müsst ihr auch all das machen, damit dieser Motor vernünftig funktioniert. Und für die Leute, die dann unterwegs sind und sagen, ja, jetzt ist aber über 30 Grad in der Rolle, läuft wieder scheiße, jetzt ist aber kalt, unter 10 Grad, ich traue mich nicht, der könnte mir ja wegklemmen. Wenn ich in die Eifel fahre, von Köln zum Nürburgring, hohe 8, Höhenunterschied, um die 800 Meter im Kesselinger Tal kann ich hingehen und müsste entweder umdüsen, Zündung verstellen, Gemisch verändern. Ich ziehe mir den Bergsteigerstopfen aus meiner Airbox raus, dass der Motor besser Luft kriegt, damit ich weiterfahren kann. Je mehr Leistung man aus dem Motor rausnimmt, umso empfindlicher wird der auch um die Umgebungseinflüsse. Ich weiß nicht, ob ihr das weißt, dass man früher ein paar Tage vor Rennen angereist ist und erstmal das Fahrzeug auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt hat, wie Umgebungstemperatur, Luftdruck durch örtliche Höhe und so weiter und so weiter. Dann wurden erstmal ein paar Fahrten gemacht, bis man ein Setup gefunden hat, dass das Auto an dem Ort, der Rennwagen an dem Ort, wo er eingesetzt wird, überhaupt erstmal vernünftig funktionieren kann. Das ist der nächste Punkt, wo ihr euch auch Gedanken darüber macht, je mehr, oder was ich auch mache, Luftfilter runter, Airbox drauf, großes Luftvolumen über den Vergaser, Überströmkanäle auf, Einlasssteuerzeiten bearbeiten. Je mehr man da macht, umso empfindlicher wird das Fahrzeug auf Umgebungseinflüsse. Das müsst ihr verstehen. Und ihr müsst verstehen, welcher Umgebungseinfluss, welchen Handgriff, welche Änderung am Motor mit sich bringt. Ich habe auch neulich ja mal eine Standard 200er bearbeitet mit einer Reduzierhülse, mit meinem Flachschieber, mit einem extra Mischrohr, Luftfilter runtergemacht und da kriegt man auch aus dem Standardfahrzeug mit ein paar Handgriffen am Vergaser mehr Leistung raus, keine Frage. Diese Kastrationen, wie ich das immer nenne, was da gemacht wurde, werksintern, das ist einfach, hat einzig und alleine einen Zweck, dass die Fahrzeuge universell einsetzbar sind, dass sie in Norditalien genauso fährt wie in Süddeutschland und genauso fährt wie in Norddeutschland. Dass man da es dem Endverbraucher einfach macht, man kastriert den Motor in der Leistung, dadurch ist der Motor universeller einsetzbar und das, wo die meisten Leute von euch hinwollen, 80% der Leute wollen einen Tourenmotor haben, kaufen sich aber Rennsportteile und stolpern. Die Motoren werden kastriert, damit sie universeller einsetzbar sind und der Endverbraucher weniger Arbeit mit der Maschine hat. Und so steckt auch in einem Standard 200er, wenn man da anfängt, die Überströmkanäle aufzumachen, die Einlasssteuerzeit verändern, den Vergaser besser zu beatmen ohne Luftfiltern, sowas steckt in einem 200er. Lass mich nicht lügen, nicht 9 PS am Hinterrad, sondern vielleicht auch 12, 13 PS am Hinterrad. Nur dann fährst du bei 20 Grad anders als bei 30 Grad und dann fährst du bei 50 Höhenmeter in Köln, anders als bei 850 Metern, Höhenmetern an der Hohen Acht. Und das hier ist einfach nur mal, um eure Synapsen so mal ein bisschen anzustrengen oder ans Arbeiten zu kriegen, warum ich so arbeite, wie ich arbeite und warum Rennsportteile und maximale Leistung im Fahrzeug den Alltagsnutzen des Fahrzeuges generell herabsetzen. Ich hatte mir noch ein paar coole Fotos gegoogelt, die sind jetzt alle irgendwo auf dem Handy. Handy liegt jetzt keine Ahnung warum. Und ich sitze jetzt hier in meinem alten Autositz, den keiner kaufen will. Und das macht es mir bequem. Und deshalb plappere ich euch das jetzt mal in die Kamera und habe keine Bilder dazu. Das könnt ihr euch aber alles mal googeln, wie so Videos im YouTube, wie so ein Pitstop aussieht in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, in den 50er Jahren. Rennvorbereitungen in Spa, da gibt es sehr geile Videos, Grand Prix 1954, 55, wie man da anreist und sich erstmal in Bauers Scheune breit macht mit der Scuderia Ferrari und die ganzen Karren abgeladen werden. Ein Riesentross Mechaniker ankommt, erstmal anfängt an den Autos zu arbeiten und wie man dann die Fahrzeuge startet,
die Startzeuge erstmal rotzen und so widerspenstig laufen, bis dass sie Temperatur haben, dass man Gas geben kann. Und wenn die Motoren Temperatur haben, dann wieder sie dann losfahren und dadurch irgendwelche Landstraßen brettern und prügeln im ganz normalen Straßenverkehr, wo Herr und Frau Bauer mit Hündchen spazieren gehen und der ballert da mit seinem 55er Ferrari, keine Ahnung was, dran vorbei. Sehr amüsante Videos, gibt es auch aus Le Mans und so. Und wie gesagt, warum diese Zeit? Diese Zeit ist genau die Zeit, in der das Produkt, was wir jetzt alle benutzen, Vespa Large Frame, entwickelt wurde und vermarktet wurde. Es ist also die gleiche Technik drin, die gleiche Mechanik, die gleiche Physik, das gleiche Know-how. Und deshalb muss man, wenn man an diesen Fahrzeugen arbeitet und verändert, auch die gleichen Handgriffe tätigen, die man damals in der Zeit gemacht hat. Der eine, der schnell fahren will, der baut sich den größeren Vergaser drauf, der macht die Steuerzeiten groß, der macht die Rennauspuffe drauf, der macht dieses, der macht jenes. Und der andere, der vernünftig fahren will mit ein bisschen mehr Power, der kauft sich vielleicht ein bisschen günstigere Teile, vielleicht mal eher einen DR-Zylinder statt einen MHR-Zylinder oder einen Pinasco-Zylinder, sondern was war das? 9-Port sogar für 177er. Sowas halt, die sind eher auf Touren ausgelegt als so ein MHR. Ich habe einen 177er Pinasco 9-Port, habe ich besser abgestimmt bekommen als auf dem gleichen Roller ein 177er MHR. MHR war totale Katastrophe. Riesenaufwand, hat den Kunden viel Geld gekostet. Das Leistungsplus, was dadurch entstanden ist, ist nicht so groß gewesen. Unter der Voraussetzung, dass der Roller alltagstauglich zu nutzen ist. Es war also ein totaler Satz mit X. Das war Unsinn. Der Pinasco 177 9-Port ist günstiger, war schneller in den Griff zu kriegen und hat drehmomenttechnisch besser performt, warum er meines Erachtens nach tourentauglicher ist. Und an solchen Teilen spart man dann. Der Zylinder wird günstiger, der Auspuff wird günstiger. Ein Boxauspuff ist generell günstiger als ein Reso-Auspuff. Man muss nicht auf Membran umbauen, man muss keinen großen Ansaugkrümmer kaufen, man muss keinen großen Vergaser kaufen, man muss nicht im Motor rumdremeln, man muss nicht die High-End-Kurbelwelle kaufen. Das sind alles Kosten von ein paar hundert Euro, wenn man es so zusammenrechnet. Von dem Geld kann man sich locker ein paar Vergaserinnereien bei mir kaufen, den Vergaser ein klein bisschen aufbauen auf eine Kosanagel. Beim Abstimmen hat man es auch schneller und einfacher. Und wenn einem doch was um Ohren fliegt, sind die Reparaturkosten auch nicht so hoch. Und wenn man statt 18 PS oder mit 18 PS und 18 Newtonmeter unterwegs ist, anstelle mit 22 PS und 22 Newtonmeter, dann hält der Motor vielleicht auch mal 5000 Kilometer länger. Anstatt der andere. Inspektionsintervalle genauso. Inspektionsintervall Standard PX200 ist 2000 oder 2500 Kilometer. 9 PS am Hinterrad. Ich habe 18, 19 PS ungefähr im Hinterrad, also knapp das Doppelte. Mein Inspektionsintervall liegt locker so bei 1000 Kilometer, wenn nicht noch weniger. Wenn ich die Standardanziehwerte der Schrauben benutzen würde, ich knall die Schrauben immer gut fest an. Nach fest kommt lose, auch das weiß ich, auch das ist mir schon oft genug passiert. Man hat irgendwann so ein bisschen das Gefühl dafür, wie man sagt, im Handgelenk. Ich ziehe die Schrauben fester an, damit ich bei doppelter Belastung im Motor zumindest die gleichen Inspektionsintervalle einhalten kann. Wer sich 20 PS in den Motor bastelt, aber mit Standard-Drehmomenten aus dem Hause Piaggio anfängt, Schrauben anzuziehen, der läuft halt alle 500 Meter in die Inspektion. Und wenn er das nicht macht, dann ist der Motor noch umso schneller kaputt. Weil auch das hatte ich ganz am Anfang vom Video angesprochen, je mehr Leistung da drin ist, umso schneller geht das ganze Zeug kaputt. Wir haben die Kramer-Brüder gesagt, die von Kingwelle. Wir haben die Kurbelwellen verstärkt, wir haben die Kupplung verstärkt, wir haben die Getriebe verstärkt, wir haben die Antriebswellen verstärkt. Und was ist passiert, sagt er, Motorgehäuse ist mir geplatzt. Und das war scheiße, weil Motorgehäuse ist das teuerste gewesen. Also gehen die Kramer-Brüder auch hin, die machen mit Absicht eine Schwachstelle irgendwo rein, damit das, was einem um Ohren fliegt, es fliegt einem um Ohren, aber das Ersatzteil, das Teil, was kaputt gegangen ist, die Schwachstelle, sucht man sich das günstigste Teil aus, und schützt damit den ganzen Rest vom Motor, indem man sich so eine Schwachstelle einbaut. Zum Beispiel, da hatte ich auch bei den Getrieben, will ich auch nochmal ein Video zu machen, genau, da nimmt man das Schaltkreuz dafür. Das Schaltkreuz ist weicher im Material als die Zahnräder, das Schaltkreuz verschleißt schneller. Da muss man vielleicht an das Schaltkreuz ran, wenn es kaputt ist, klar, Motor zerlegen. Aber das Schaltkreuz kostet 5 Euro.
wäre das Schaltkreuz härter als die Zahnräder, diese hart durchnitrierten schwarzen Dinger, die man da kaufen kann. Wenn man die nicht mit den passenden Zahnrädern dazu kombiniert, dann macht man sich mit dem harten Schaltkreuz die weicheren Zahnräder kaputt. Vier Zahnräder kosten 400 Euro. Ein Schaltkreuz, was schneller verschleißt, weil es nicht schwarz durchnitriert ist, kostet 5 Euro. Damit du mal den Unterschied so siehst. Getriebe auf, also Motor aufmachen, um ans Getriebe ranzukommen, musst du bei beiden Schäden. Nur den einen Schaden mit dem Schaltkreuz wieder zu beheben, ist Dreisatz, ja, auf jeden Fall wesentlich billiger, als die neue Zahnräder ins Getriebe einzubauen. Und wenn dir so ein hartes Schaltkreuz wegbricht, die Antriebswelle platzt, ist die auch noch im Arsch, kostet nochmal extra Geld. Vier Zahnräder plus Antriebswelle plus Schaltkreuz plus vielleicht kaputtes Gehäuse, weil die Antriebswelle aufgespreizt ist, irgendwas blockiert ist und das Motorgehäuse geplatzt ist. Kann man so machen, aber dann lieber das billige Schaltkreuz drin lassen, auch wenn man 20 PS im Motor fährt, runterschalten mit Zwischengas, um das Schaltkreuz zu schonen. Und schon ist gut. Über sowas müsst ihr auch unbedingt nachdenken. Alles härter ist nicht immer unbedingt auch besser und maximale Leistung ist auch nicht unbedingt besser. Die Leute, die Tourenmotor fahren wollen, die Leute, die ich versuche zu erreichen, dafür, für genau die Leute mache ich das Video. Haltet euch ein bisschen an das, was sich die Ingenieure bei Piaggio ausgedacht haben. Bei Piaggio und auch in jedem anderen Konzern sitzen nicht die Quereinsteiger und die Ungelernten oben und machen lustiges Teile ausdenken und Motoren zusammenbasteln, während die Ingenieure unten Kaffee kochen und die Halle kehren. In jedem Konzern sitzen die Ingenieure da oben und denken sich was aus. Und die Lehrlinge und die Quereinsteiger und die Ungelernten kochen den Kaffee und kehren die Halle und bilden sich dann weiter, bis sie irgendwann selber mal Ingenieure sind. Und ja, ich will mich damit jetzt nicht den anderen ganzen Leuten mich darüber heben. Es gibt viele Leute, die weitaus mehr Berufserfahrung haben als ich und die auch viel Ahnung haben durch die Berufserfahrung oder ähnliches Wissen durch die Berufserfahrung wie ich. Ich möchte euch einfach nur mal nahelegen, dass ihr mal drüber nachdenkt, was ihr da tut und wie die Herangehensweise ist bei einem Motortuning oder Fahrzeugtuning generell und dass man sich an dem orientieren muss, was ab Werk auf die Straße gekommen ist, damit es straßentauglich und alltagstauglich ist und man sich nicht am Kreis jetzt zu schließen, dass man sich nicht am Rennsport orientiert, wo einfach nur digitales Fahren angesagt ist, wie Vollgas und Bremse. So, und jetzt ist mir auch im dicken Pulli kalt und deshalb mache ich jetzt hier Schluss. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch frohes Schrauben. Wenn euch irgendwas einfällt zu meinen Videos, schreibt es in die Kommentare drunter, ich lese es mir gerne durch. Quatsch mit anderen Leuten drüber. Und lasst mich wissen, wo ich falsch liege möglicherweise. Lasst mich wissen, wo ihr durch mich weitergekommen seid. Und zu Sachen, dass wir uns gegenseitig alle zusammen ein bisschen weiter nach vorne bringen. Und vielleicht mit ein bisschen weniger finanziellem Aufwand, weniger Materialschlacht, schneller zum Erfolg kommen, dass wir vernünftige Mopeds fahren. Im hoffentlich bald kommenden nächsten Sommer. Bis dahin, Grüße. Euer Andreas.